schön, Freunde. Die zwei Zyklen spielen immer hinten dran, weil Krusty steht so auf Niki. Ich habe lange überlegt, warum, jetzt weiß ich es endlich. Niki hat in den 80er Jahren diese Fokuhila-Frisur. Das hat dich immer an deinen Vater erinnert. Das war der Grund. Auf jeden Fall, Freunde, möchten wir jetzt etwas für euch bieten. Wir möchten einmal die Instrumente weglassen. Wir hatten ja heute tolle A Cappella-Mädels auf der Bühne, da wollen wir uns auch nicht lumpen lassen. Und das ist ein ganz gemeinter, ehrlicher Gruß hier in die Stadt. Wir sind ja Firebirds, also Feuervögel, und wie das in der Natur so ist, sind wir eigentlich auch bloß Tiere. Und was ist typisch für Tiere? Wenn die in Gefahr sind oder wenn die sich wohlfühlen wollen, dann flüchten die oder über den Winter. Die gehen dorthin, wo sie sich am wohlsten fühlen, dort igeln die sich ein, machen Winterschlaf. So machen wir das auch. Seit vielen Jahren, ihr wisst vielleicht, verbringen wir unseren Winter hier in Dresden, und zwar im Erwein-Kapitol, das ist am Ostrahr-Gehege, und dort seit jedes Jahr eine ganz tolle Show, bei der wir natürlich nicht alleine sind. Wir haben tolle Comedians dabei, eine Wahnsinnssängerin und internationale Artisten und Tänzer. Das Ganze heißt Mafia Mia, und über 30.000 Leute haben das schon gesehen. Und wenn ihr jetzt mal in euch geht und wart noch nicht dabei, dann laden wir euch recht herzlich ein. Dieses Jahr heißt es Mafia Mia New York, New York. Also wenn ihr Lust habt, Ende November bis Mitte Januar sind wir da in Erwein-Kapitol am Ostrahr-Gehege. Der Kartenverkauf läuft bereits, also kommt vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, was das Außergewöhnliche ist, in diesen Shows machen wir als Band auch Dinge, die wir normalerweise auf der Bühne nicht tun würden. Das heißt, wir verlassen den 50er Jahre Rock'n'Roll an vielen Stellen, werden alle Musikrichtungen, die es so gibt, bedienen, und unter anderem werden wir auch ein paar modernere Rhythmen zu Ohren bringen. Die Nummer, die wir jetzt mitgebracht haben, ist aus der letzten Show, Moulin Rouge Affäre hieß die. Und damit ihr auch wisst, was ich meine, mache ich erstmal den Rhythmus kurz vor, damit ihr euch eingrooven könnt. Geht so, Achtung. Auf Dauer. Deswegen fragen wir euch, geht's euch noch gut? Ja.